Jetzt kommen wir damit her. Wir haben hier hinten sehr viele Wälder zu erkunden. Habe ich von euch schon genügend. Natürlich nie erfahren. Ein Monster, die ihm alle tötet. Nichts. Eine Winterinsel. Langsam meine einfachen Bälle aus. Krass, so eine bisschen wie so eine Terrarienmusik, oder? Musik. Hä? Auf den da schießen, auf den da schießen. Finisher. Glaubst du wahrscheinlich sofort, ne? Oh, ne. Irgendwas? Fünfter Fang. So, das war's da mit meinen leichten Bällen jetzt. Wir könnten höchstens hier nach Urikam gehen, im Mammut. Würde ich mich natürlich einmischen. Einmischen. Er hat da mit seinem Schrei irgendwie alle vernichtet. Fürs Töten kriegen wir halt auch nicht mehr so viel. Dass es sich lohnen wird auf jeden Fall. Zack. Hier lag doch gerade irgendwo eine Sphäre da.
Tatsächlich sind nochmal, vielleicht nochmal auf den Bossjagd zu gehen, gar nicht mal so eine schlechte Idee. Haben wir auch mal ein paar Viecher, die wir töten könnten. Bewaffnen wir uns einfach mal mit so, wieder mit 4-5 Pals. Dann aber auf Jagd gehen. Kommt aber nicht ran. Wir sind Level 32er. Das ist Mammut weg. Befreie dich einfach mal. Nein, Comrade. Das ist auch wieder ein Dungeon. Da oben soll das nächste Ding sein. Gehen wir da hoch. Jetzt in Laufgeschwindigkeit. Sets. Ich hab gerade Terraria im Kopf, ey. Boah. War das. Das ist typisch in diese so. Das finde ich aber 1:1 aus Terraria. Minecraft sagen. Einfach so diese Standardmucke, wenn du so im Hauptmenü von Terraria rumgammelst. Auch XP. War mein letzter. Spielt auf jeden Fall eine Menge matschige Texturen hier. Wir haben unser Glück. Oh, schade. Auf jeden Fall uns mal neue. Ja. Da ist das. Will Bälle bauen. Ausbrüten. Ein erstes grünes Ei. Ein Pen-King. Oh, war sogar ein Boss. Eins wie sammeln und kühlen. Und ein Ben King. Können wir als Kleider nutzen? Ja, das können wir schon. Vom gemeinsamen Kampf wird die Beute vom siebten Palz der Typ Feuer erhöht. Boah, Alter, Bewässer, Handwerk. Ja, richtig geil hier. Hier, lass mich mal so ein Standardding dafür wegschmeißen. Du weg. Hey, ja, was? Was falsch gemacht? Vielleicht jetzt irgendeinen Pall reingemacht, den ich nicht reinhaben wollte. Muss sein. Hm. Und im Team. Seltenes Organ. Dann geht in die Folge schon. Okay.
So, wenn die jemand craften könnte, wäre sehr nett. Würde ich noch mal kurz hier einmal durchsmashen. Mal wie ein Idiot ins Feuer gerannt. Würde mir auch noch mal das bessere Schild jetzt bauen, das ist das Gute. Zack, 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 zack. Wolle war, glaube ich, auch hier. Zack, kann das sehr gefühlt nur essen hier. Das heißt, Pam, 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 Pam. Und da ich nicht weiß, wohin damit. Das ist auch voll die Scheißkiste hier. Ah, immer das heiße Ei mit. Oh. Einmal da rein. Kurz die neuen Rohstoffe hier aufheben, Leute. Da werden wir jetzt Milch und Feuerdüsen. Wunderbar. So erlaube ich es mir. Wildsuppe. Hier können wir was Schönes herstellen. Aber haben wir zufällig hier einen, der gerade nichts zu tun hat? Du da. Nimm mal ein paar Dinger für mich bitte her. Schön. Oh, ich will mal kurz nochmal neue Pfeile. Wie viele habe ich denn noch? Ah, es geht eigentlich. Aber können wir mal kurz machen, um die Zeit zu überbrücken. Kurz 6 Pfeile bauen. Legen wir uns in die Haie. Und dann killen wir mal auf Bossjagd, würde ich sagen. Also ich glaube, 2 Bosse muss es geben, die wir besiegen könnten. Aktuell. Wir könnten jetzt Mehl machen. So, hier mal bei Gelegenheit bitte neues Spiel herstellen. Ich würde mir jetzt nämlich gerne noch einmal das verbesserte Schild bauen. That's why. Ich würde erst mit dem besseren Schild zu den Bossen gehen. Weil mein Schild ist halt so schnell weggerotzt. Der wird gefühlt viel mehr, so mehr Leben als Schilde hier. Weil ich habe 100 Schild und 1000 Lebenspunkte. Ich weiß jetzt, wenn ich jetzt das Schild baue, dann kriege ich bestimmt ein grünes Schild. In einer besseren Qualität. Das würde mich jetzt so überhaupt nicht wundern. Ich finde es ein bisschen schade. Na gut, das Spiel ist noch in der Early Access, ist ja klar, da wird noch richtig viel rumgepuzzelt an dem Spiel. Aber ich vermisse gerade irgendwie so richtig so, dass man irgendwas so mit Wasser noch tun könnte. Das Wasser ist ja richtig sinnlos in dem Spiel, da du auch nicht trinken musst. Bei Ark hast du halt echt noch sehr viele Wasserviecher und Rohstoffe unter Wasser und alles. Wird hier leider nicht. Mal gucken, ob das reicht. Schön. Ich habe sogar ein grünes Megaschild. Es ist sogar schon grün von Anfang an. So. Das kostet ja 5 antike Bauteile. Also sollte es sich auch lohnen, hoffentlich.
Ist ja hier noch ein bisschen lost darum. Nehme ich auch mit. Hier, mach mal. Geh mal von 300 Leben jetzt aus. Weil das Anfangsschild hat ja 100, das wird jetzt wahrscheinlich 300 haben. Ich meine, es sind Leben, die nehme ich natürlich gerne, so ist er nicht. Immer spannend, wenn wir jetzt ein Lager bauen, ob wir dann wieder die ganze Kacke bauen müssen, um hier die Level aufzusteigen. Oder wenn ich jetzt ein zweites Pallbox baue, ob das dann automatisch dann jetzt zum Beispiel Stufe 12 ist. Und ob ich vor allem von dort aus auch Zugriff auf die Piles habe. Dass ich die nicht immer erst, dass ich nicht immer 5 mitnehmen muss, dann rüber, dann wieder 5 mitnehmen, bis das immer so hin und her ist. So. Einmal zack. 260 sogar. 1500 Haltbarkeit. Naja, das ist alles besser, ne? Wie gesagt. Wie gesagt, besser ist besser. Genau. Das kann weg nochmal. Einmal das, das. Habe ich die Knochen? Habe ich hier irgendwo noch die Feuerdinger? Halt doch hier. Hi. Frisst sich gerade jemand. So. Hier können wir leider nichts mehr machen. Eigentlich würde ich gerne die Minute hier noch warten. Da würde ich schon mal gleich das nächste Ei reinknallen. Naja, können wir nochmal rausnehmen hier. Hier rein. Hier habe ich Milch. Milch. Schon irgendwo Milch drin. Irgendwer, irgendwo Milch. Tausche, ich tausche. Ja, nicht, dass mir kalt wird, wisst ihr? Das wäre blöd. Brüten wir, knallen das neue Ding rein, reparieren einmal alles. Und dann gehen wir. Aber wenn das Brüten damals in Ark so schnell gehen würde, da stehst du ja meistens 10 Stunden. Und dann musst du immer gucken, so zu kalt, zu warm. Zu irgendwas. Kann ich nicht hier auch herstellen? Zement. Stoff. 50 Stück in Arbeit machen. Wäre halt schön, wenn es auch einer von denen auch machen würde. Aber naja. Tatsächlich könnten wir doch die austauschen, weil der kann nur Feuer. Und der kann. Der kann. Ja, der kann Feuer, Handwerk, Lager und noch vieles mehr. Ah ja, wir müssen noch unsere Pals austauschen. Zack, zack, zack. Hast du das? Nee, du warst nicht Level 14, dann hatte ich auch einen stärkeren gehabt. Das ist gut. Hier, nehmen wir den mit. Habe ich besseren als Level 4? Ah, nehmen wir den mit.
Machen wir mehr Schaden mit Feuer erstmal. Haben wir dann hier noch irgendwo ein starkes Monster? Aber das nehme ich doch mit. Einfach, dass ich mehr tragen kann. So, Nightwing zum Fliegen. Dann, zu welchem gehen wir denn zuerst? Also die beiden sollte ich besiegt bekommen. Den gegebenenfalls auch. Den auch. Eigentlich kann, also theoretisch alle auf dieser Insel hier. So gesehen. Ich würde gerne mit dem zuerst anfangen. Und dann würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge einmal auf Bossjagd. Um schön XP zu farmen. XP und vor allem antike Teile zu farmen. Nehmen wir mal so drüber schon mal. Also, notieren wir uns schon mal darüber. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen.